Finn? Wer ist denn Finn? Ja, vielleicht erfahren wir das ja alles noch. Und das erste Kapitel ist vorbei. Ah, oh, ja, passt leider nicht ganz. Wir haben noch ordentlich Zeit. Ja, cool. Wir haben ein A-Ranking. Wie habe ich das denn hingekriegt? Und das bei 2 Toten. Okay. Ja, sehr, sehr cool, fand ich. Hat Spaß gemacht. Und wir haben eine Erkennungsmarke erlangt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir wieder ein bisschen Geld ausgeben können. Ja. 21.000, aber ja, wir könnten, ich glaube, wir sparen lieber. Ah, ne, wir haben noch gar keine bei ihm jetzt hier, oder wie? Ach, wir haben noch gar nichts ausgewählt. Auf jeden Fall kritische Treffer möchte ich haben. Ach so. Ah, Nahkampf. Stoßreduzierung. Ja, ich weiß nicht, ob das alles so wichtig ist. Ach, ich weiß es nicht. Kann ich denn nochmal zurück? Da will ich. Ja, das ist immer da. Wieso ist da eigentlich. Ich verstehe gerade nicht, was hier 1 bis 8 hat. Kann ich da überall noch andere? Also da habe ich. Ich verstehe das jetzt noch nicht so ganz. Geringe Erhöhung der Stärke von Angriffen gegen Yavo. Was ist eigentlich Yavo? Mache ich das mal. Ausbau, ausrüsten. Dann machen wir halt noch hier ihn. So, und dann hauen wir nochmal wegen denen dahin. So, ich habe keine Ahnung, was jetzt davon besser ist. Ja, ich lasse das mal so, wie es jetzt ist. Eigentlich denke ich, habe keine Ahnung, warum ich da jetzt noch 3 neue freischalten konnte. Könnt ihr mir mal kurz erklären? Sind alle 8 Skillplätze? Achso, stellen Sie sich 8 Fähigkeitssets nach. Ach, das sind verschiedene Sets. Okay. Ja, da hätte ich mein Geld jetzt doch lieber gespart. Das wusste ich halt nicht, wie das funktioniert. Also, das erste Set, glaube ich, ist schon das Beste mit. Da. Waffenstärke und kritische Treffer. Oh, Weihnachten. Also Heiligabend. Nicht Weihnachten. Er war auf Aufklärungsmission. Alleine. Alle herhören. Die Aufgabe der BSAA ist es, den Bioterrorismus zu beenden. Das können wir nur schaffen, wenn wir zusammenhalten. Niemand ist entbehrlich. Ganz genau. Und auch wenn alle hier bereit sind, für unsere Sache zu sterben, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Lass dich zusammenfinden. Sorry, Sir. Niemand wird zurückgelassen. Nicht bei mir. Verstanden? Ja, ja, Sir. Finn, Statusbericht. Ja, Sir. Die Guerilla setzt eine neue BOW-Spezies ein. Die Führung nennt sie Javu. Sie sind äußerst intelligent, unglaublich stark und haben die Eigenschaft, als direkte Reaktion auf körperlichen Schaden zu mutieren. Gut, alle wissen, was zu tun ist. Wir teilen uns in 3 Teams auf. Los, alles klar. Ja, Sir. Du bist der Neue, hm? Ja, Sir. Finn McCauley, Sir. Ich weiß, du hast Angst, Finn. Aber deine Kameraden decken dir den Rücken. Ja, Sir. Ich werde mein Bestes geben. Ist er immer so inspirierend? Ja, ich weiß nicht. Entweder geht er bald drauf. Oder der hält bis zum Schluss durch und macht da was Entscheidendes. Sonst hättest du dir das nicht so hervorgehoben, glaube ich. Feindbeschuss, Feindbeschuss! Alpha-Team, Feuer erwidern! Alle Mann aussperren! Na super. Feuer erwidern! Common HQ! Wir stehen bei Herzen 2 unter Beschuss! Erwidern das Feuer! Ja. Das hat ja super geklappt. Ich wollte nochmal zurückrennen und gucken. Was ist jetzt schon wieder? Alpha-Team, komm! Wir haben zu wenig Leute. Wir können die Seite nicht schicken. Verstanden. Dann machen wir es allein. Das ist Sam.
Was ist das denn für ein Knödel? Ich seh nix. Der hat ein Schutzschild, okay. Okay. Interessante Waffe. Was ist denn? Was trifft mich denn hier die ganze Zeit? Ach, ey. Das hätte mir mal einer sagen sollen. Aha. Also die Mutine ist direkt so eine Art Schutzschild am Arm. Das ist interessant. Wo ist denn da noch einer? Da oben drin? Also irgendwie muss da ja noch einer sein. Oh, da hinten sind Kisten. Die will ich haben. Ach, ich will Muni. Mehr war hier nicht, gut. Da sind sie, okay. Ach, fuck. Das war komisch gerade. So. Jetzt will ich auch die Kiste noch hier haben. Sehr schön. Naja, wenigstens ein paar Patronen nicht. Wo sind denn die restlichen Penner hier noch? Ach, da oben bist du. Da! Oh Gott, treffe ich den von hier? Ja. Sehr gut. Ach, das sind meine. So. Okay, bisschen Muni. Das sind alles unsere Leute, okay. Richtig Kriegsgebiet hier. Hatte schon ein bisschen was von hier, ja, wie heißen die ganzen Spiele? Call of Duty oder Medal of Honor und so. Das ist ein anderer, ja. Hi. Scheiße. Hat das gereicht? Wow. Ist das die neue Spezies, von der das HQ geredet hat? Ich vermute es mal. So. Hi. Da. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Weg! Habe ich noch ein Essence-Spray? Ne, ich habe keins mehr. Ah, ja, ja. Okay. Ah! Ein rotes Kraut, das ist immer gut. Aber ich bräuchte noch ein grünes, um jetzt ein bisschen meine Energie aufzufrischen wahrscheinlich. Okay, also es ist schon ein bisschen härter hier, ne? Oh, da, da. Okay. Da sind Sachen, das ist gut.
Ich brauche dringend Muni. Ja. Das ist nicht so viel, ne? Komm, über ein bisschen. Ach Mensch, ich brauche Munition, Leute. Da mal rüber gucken. Ah, nur hier lang, okay. Na gut, dann schauen wir mal hier rein. Ah, was kommt da jetzt von Riesen? Okay. Der ist schon ein bisschen größer, ne? Wahrscheinlich muss ich ja auf dieses Glöds da schießen, ne? Geil. Finn, eine riesige BOW verfolgt uns. Feuere mit dem Panzerwagen, sofort! Entferne die Barrikade, Sir. Ich komme so schnell ich kann. Toll. Ich dachte, das bringt was, wenn ich da oben langlatsch. Vielleicht sollten wir hier lang. Ha. Ups. Ich glaube schon, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin, weil es kamen gerade Gegner. Oh, fuck. Ja. Okay, war gar nicht so schlecht im Fall. Ah, herrlich. Da darf ich nicht lang. Ich muss wieder hoch. Wahrscheinlich muss ich immer von hinten versuchen, an ihn ranzukommen. Und deswegen gibt es hier diese Tunnel. Oh, ho, 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 ho. Ja, toll. Okay, das nochmal. Na gut, Muni. Puh. Hi. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, was ich da mache. Das machen wir noch ein paar Mal. Weil das Ziel wird ja auch angezeigt, dass ich da hinschießen soll, ne? Ich würde ganz gerne jetzt in dieser ersten Hälfte der Aufnahmesession das Viech doch erledigen. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Ah, da lässt sich gar nicht so leicht austricksen, du Sack, ne? Okay. Dreht er sich auch noch schnell um, der Sack. Jetzt habe ich ihn. Sehr gut.
Oh, fuck. Oh, Mann. War gar nicht so schlecht, aber ich habe keine Muni mehr. Hi. Ich muss leider dich töten. Ich brauche Muni. Hast du was? Das ist keine Muni für mich, du Sackgesicht. Ich brauche Gig. Hi. Puh, was macht. Oh, da lag was. Okay, getroffen habe ich ihn. Oh! Das geht auch? Geil! Schade. Hallo? Nein! Nicht tot? Jetzt nicht sterben! Yes, du bist witzig. Okay, ich hab's überlebt, irgendwie. Ich brauche unbedingt Energie, ja. Ja, es tötet mich so ein normaler Gegner. Ich glaub's nicht. Ja. Ah, okay, das ist ein interessanter Kampf auf jeden Fall. Wahrscheinlich muss ich jetzt den ganzen Kampf nochmal machen. Also jetzt habe ich ja auch verstanden, wie es funktioniert. Also ich muss ihn irgendwie in die Knie zwingen. Am besten von oben. Und dann einfach drauf mit einem Messer oder ja, einfach auf ihn drauf springen. Und dann kann ich ja irgendwas an ihm ziehen oder so. Hätte ich mal eher wissen sollen, wie das funktionieren will. So. So, pass auf. Jetzt habe ich getroffen. So, und jetzt kommen wir hierher. Genau. Und jetzt machen wir nochmal das Gesteche da eben. Oh, komm her! Oh, es ist mies. Das schafft man ja gar nicht. Okay, wir versuchen jetzt diesen Kampf nochmal eben zu Ende hier. Bevor ich jetzt hier einen Cut mache. Au. Steh auf. So. Ach, komm her. Ah, jetzt komm ich da nicht hin, oder was? Oh, scheiße. Scheiße. Das war jetzt doof. Gib mir Muni! Jetzt habe ich ja nichts zum an... Ah, da ist was zum Schießen, okay. Okay. Also komm jetzt, fall mal so hin. Ja. Okay. Ja. Ja. Und? Tot?
Jawohl. Puh. Okay, zumindest verschwinden wir. Alpha an HQ. Eine BOW steht uns im Weg. Ändert den Kurs von Route 1 auf Route 4. Ha. Die Biester waren riesig. Ich wusste nicht, dass die BOWs so groß werden. Wir geben ihnen etwas Neues. Sie können Monster erschaffen, wie sie wollen. Ja. Cool. Sehr, sehr geiler Kampf. Macht Lust auf mehr, muss ich sagen. Hat mich so ein bisschen an den El Gigante erinnert aus Teil 4. Auch nur so ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter. Ich habe schon richtig Bock. Und geht gleich dann im Anschluss weiter. Also für mich, für euch, weiß ich nicht, vielleicht einen Tag, vielleicht auch nicht. Ja, euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.